Mit einem Geldbetrag in bislang unbekannter Höhe entkamen am Dienstag zwei Bankräuber, die die Sparkassenfiliale in Öschelbronn überfallen hatten. Um 12.18 Uhr kamen zwei Täter in die Bank. Die waren maskiert mit Motorradhelmen und bedrohten die beiden Bankangestellten mit Handfeuerwaffen und ließen sich quasi Geldbetrag, der hier greifbar war in der Sparkassenfiliale, aushändigen. Über die Höhe können wir noch keine Aussage machen. Da muss zuerst quasi über die Revision es genau überprüft werden. Die Tat an für sich nahm circa nur 2 Minuten in Anspruch und dann flüchteten die Täter, wie wir jetzt aufgrund der Erstauswertung der Videoaufzeichnungen von der Bank sagen können, waren es, wie gesagt, 2 mit Motorradhelm maskierte Täter, die aber mit einem Motorroller hier angefahren kamen offensichtlich. Dieser Motorroller hat die Grundfarbe weiß mit blauen Farbmarkierungen in der Mitte der Maschine. Und die Annahme ist durchaus zulässig, dass die beiden Täter dann sich mit diesem Motorroller dann in diese Richtung rechts von der Bank also geflüchtet sind unter Mitnahme des Geldes. Im Rahmen der Fahndung nach den flüchtigen Tätern war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Des Weiteren bittet die Polizei immer noch um Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Ergreifung der Täter beitragen könnten. Wir erhoffen uns aufgrund intensivster Nachbarschaftsbefragung, dass wir Hinweise bekommen. Aber die müssen wir jetzt, wie gesagt, noch zusammentragen, noch sichten und auswerten. Eine genauere Information wird erst morgen im Laufe des Tages dann möglich sein. Zum Zeitpunkt des Überfalls hatten sich keine Kunden in der Bank aufgehalten. Und die beiden bedrohten Bankangestellten waren die einzigen Bankmitarbeiter gewesen, die während des Überfalls anwesend waren. Verletzt, ja, körperlich verletzt, äußerlich sichtbar niemand, aber die psychischen Verletzungen, die sind immens nach einer solchen Tat. Von der Sparkasse selbst ist Personal hier, die hier ausgebildet sind, die Betreuung, die psychische Betreuung übernehmen, die ist auch verdammt wichtig. Wir haben jetzt oder sind noch dabei, die kriminaltechnischen Maßnahmen zu machen. Einer der Angestellten ist noch in Vernehmung, der zweite ist vernommen. Und letztlich müssen wir uns dann auch mal jetzt dann zusammensetzen und die Fakten zusammentragen. Vor 3 Jahren hatten Hinweise aus der Bevölkerung zur Aufklärung eines Überfalls auf die Volksbank in Ölbronn geführt. Daher appelliert die Polizei auch jetzt nach dem Überfall auf die Sparkasse in Öschelbronn, die Augen offen zu halten und Auffälligkeiten oder unbekannte Personen und Kennzeichen zu melden.